Herzlich willkommen bei der Jazz-Teat, dem Magazin der Jazz Federation Hamburg. Und wir hören gerade das Knollektiv. Und ich begrüße ganz herzlich neben mir Johannes Knoll, den Namensgeber und Bandleader. Herzlich willkommen. Hallo. Genau, vielleicht kannst du uns zunächst einmal erzählen, wie du zum Jazz gekommen bist und dann letztendlich auch hier nach Hamburg. Also zum Jazz gekommen bin ich schon in meiner Kindheit. Ich hatte einen älteren Bruder, der ist 5, 6 Jahre älter und spielt Posaune. Und ich komme aus einem kleinen Dorf, es gab nichts. Das heißt, wir hatten nur uns gegenseitig und genau, er hat meistens einfach eine Bassline gespielt und ich habe dazu improvisiert, irgendwie von Nutella-Werbung bis hin zu James Morrison, irgendwie Multiphonics Basslines, was man halt irgendwie so auf YouTube mal gehört hat. Genau, und haben einfach improvisiert und zusammen Musik gemacht. Ich hatte eigentlich eine klassische Ausbildung in meiner Jugend und dann ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass es im Jazz irgendwie mehr Improvisation gibt als in der Klassik. Und dann ist das nach und nach irgendwie mit 13, 14, wo ich dann wirklich so eher Jazz als Klassik. Und dann, ja. Dann bist du hier zum Studieren hergekommen oder gab es davor noch irgendwelche Zwischenschritte? Ich habe die Schulbank abgesessen und war dann sehr froh, als das vorbei war und habe dann versucht, so schnell wie möglich zu studieren, hat dann auch geklappt. Und wollte auch nach Hamburg, weil ich den Professor Klaus Stötter hier sehr, sehr toll fand. Ich hatte auch 2 Probestunden bei ihm. Das hat sehr gut funktioniert. Genau, und ich auch viele Deutsche in der Szene kannte. Also der Anschluss hier war ganz, ja, glatt. Und wie bist du dazu gekommen, dann diese Band zu gründen? Also wie ist das vonstatten gegangen? Was war deine Idee hinter der Musik vielleicht? Die Idee hat sich erst nach und nach herausgestellt. Es fing damit an, dass ich ein Konzert gehört habe von Mitstudierenden und ich fand irgendwie die Komposition so toll und dachte, es muss doch möglich sein, dass ich irgendwie mal 4, 5 Stücke schreibe, die alle so einen ganz besonderen Charakter haben. Mhm. Also eine Ballade, ein Medium und so ganz banal. Und habe dann aber versucht, irgendwie das so auszuarbeiten, dass nicht nur Musik ist, sondern genau, einen Charakter hat, die Stücke. Mhm. Dann hatte ich 5 Stücke, hatte diese Zwischenprüfung, die, genau, das war quasi das erste Knollektivkonzert. Und dann wurde ich gefragt für ein Streaming-Konzert während Corona, Simply Jazz meets Fat Jazz. Und dann habe ich diese Band zusammengestellt. Wir haben irgendwie
11 Stücke gespielt von mir. Da waren auch einige sehr frühe Kompositionen dabei, die sehr schematisch abliefen. Die spielen wir heutzutage nicht mehr. Mhm. Ich auch ein bisschen versuche, von Formen zu lösen, nur von so typischen Schemen. Genau. Und was, also du hast jetzt schon gesagt, du warst dann eigentlich davon inspiriert im ersten Moment, dass du jemanden gehört hast oder der oder die Kompositionen, Eigenkompositionen auf die Bühne gebracht hat. Wenn du jetzt deine Eigenkompositionen schreibst, was ist da deine Inspirationsquelle für? Ich mache mir viel, also generell als Musiker oder als Künstler, was auch immer, mache ich mir viel Gedanken über Form und Strukturen. Und wenn ich dann durch die Welt gehe und ich höre Musik oder ich habe andere Einflüsse aus anderen Kunstrichtungen, dann habe ich manchmal die Ideen, die eine Form mit der anderen Dings zusammen dann kombinieren. Und dann hat man irgendwie so drei Ideen, führt die zusammen und dann ist da schon ein Stück draus. Mhm. Also die Idee für ein Stück entsteht im Kopf, dass ich denke, oh, irgendwie den Charakter von diesem Stück mit der Rhythmus davon und dann irgendwie so eine schöne, seichte Melodie von dem und dem. Also wie auch in der Musik ziemlich offensichtlich, entlehne ich gerne irgendwie aus anderen Musikrichtungen und anderen Komponisten, Komponistinnen und genau, führe Sachen zusammen und mache dann irgendwie so ein bisschen mein eigenes draus. Das heißt, man könnte sagen, dass die Musik dieser Band deine eigene, quasi, du bist der Katalysator, der quasi verschiedene Fäden zusammenbringt und dadurch entsteht die Musik des Knollektivs, dann vielleicht gepaart mit den individuellen Stimmen aus deiner Band? Sowieso. Ja, ja, also es ist ja nur erstmal die Komposition. Ich versuche immer irgendwie, dass jede Komposition so einen Charakter hat. Dass es nicht einfach nur Musik ist, die gespielt wird, sondern auch mit einer kleinen Hintergrundgeschichte, Programmatik. Mhm. Sowas ist so ein bisschen das Stichwort. Und die Komposition bringe ich dann mit ins Knollektiv. Wir proben viel. Und dann wird gespielt, wird versucht, dass erstmal die Komposition klappt. Und dann werden Sachen umgeschmissen und da noch was geändert und hier noch ein offener Part eingebracht. Und wenn wir dann auf, Februar waren wir auf Tour, wenn wir dann 8 Tage am Stück Konzerte spielen, ist ab dem 3. Tag hat man keine Ideen mehr. Und ab dem 4. Tag fühlt man sich ganz schlecht. Und ab dem 5. Tag kommen wieder die kreativen Ideen. Mhm. Und da haben wir das so alles ein bisschen aufgebrochen. Also, dass man sich auch Freiheiten nimmt, andere Freiheiten hergeben, um so ein bisschen miteinander zu spielen. Mhm. Das, ja. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust von dieser Band, hast du eine Idee der Musik, die du gerne in der Zukunft machen willst? Vielleicht so eine Art Vision, die vielleicht auch wie so ein Gespenst schon in deinem Hinterkopf lauert, aber noch nicht sich weiter, die noch nicht hervorgekommen ist, aber die schon da so, also so, wir können vielleicht einen Blick in deinen Kopf wagen. Mhm, ja, können wir wagen. Also dadurch, dass ich mich gerade auf meinen Bachelorabschluss vorbereite und strebe, einen Master zu machen, geht alle meine visionäre Energie alles eigentlich in dieses Projekt. Also versuche auch noch ein anderes Projekt aufzustellen, was genau da so eine kleine Vision hat. Für das Knollektiv Touren spielen, ins Studio gehen, Musik aufnehmen, das auf jeden Fall. Und irgendwie mal was Handfestes in der, irgendwie mal was in der Hand haben, das wäre schön. Mhm. Das heißt, früher oder später wird es dann vom Knollektiv auch einen Tonträger irgendeiner Art, sei es Vinyl, Kassette oder CD oder Stream geben, auf dem man eure Musik dann auch hören kann, in dem Stadium, in dem sie sich dann befindet. Sicherlich früher oder später, ja. Ja, danke dir fürs Gespräch. Gerne. Und viel Spaß mit der weiteren Musik. Ich wünsche dir auch viel Spaß beim Spielen. Und wir hören nachher noch die anderen Bandmitglieder des Knollektivs und hören, was sie zu der Musik zu sagen haben und zu dieser Band. Vielen Dank und viel Spaß. Thank you.
herzlich willkommen zurück. Ich begrüße neben mir Tim Scherer und Henning Schiewer. Und zuerst einmal die Frage an euch beide. Wir machen ein kleines Assoziativspiel. Bitte nennt mal vier Begriffe, mit der ihr die Musik von dem Knollektiv charakterisieren würdet. Tim, du darfst gerne anfangen. Abwechselnd oder ich sag vier? Lass uns abwechselnd machen, okay. Das ist eine gute Idee. Bach. Motorrad. Rachmaninoff. Swing. Ah, vier Po. Mhm. Stravinsky. Billy Joel. John Coltrane. Sarmiden. Einen letzten noch. Mein Pferd. Dein Pferd. Improvisation. Mhm. Danke euch. Was ich jetzt auf jeden Fall rausgehört habe, ist viel von dir, insbesondere Tim, viel klassische Komponisten. Das fällt ja beim Hören total auf, dass einige der Stücke, eins trägt ja sogar den Titel eines ganz berühmten Komponisten, generell zwei sogar. Welches ist das zweite? Ja, was das erste ist. Bach. Und Igors Traum ist von Igor Stravinsky. Ah, okay. Das wird er gleich selber sagen, aber ja. Ja, genau. Tut mir leid, ich wollte es persönlich. Nee, alles gut. Genau, also sogar zwei, die sozusagen den direkten Titelbezug haben. Inwieweit findet ihr sozusagen, hört man das in der Musik von Johannes raus, dass die Musik von klassischen Komponisten beeinflusst ist? Auf welche Art und Weise spiegelt sich das wider? Ich finde, er sagt ja auch selber manchmal, er würde viel woanders klauen. Und dann, aber ich finde, das ist eigentlich eher so in der besten Jazz-Tradition. Also, dass er sich eben Themen oder auch nur vielleicht ein Bild von einem Stück nimmt, wie er es hat, und dann eben selber vertont und in seine eigene musikalische Sprache überführt. Ja, und wie ändert sich dadurch für euch die Spielauffassung, wenn ihr diese Musik darbietet? Ändert sich dadurch was, dass ihr Einflüsse quasi explizit aus diesem Bereich, den man vielleicht gerade als Europäer hier in der Tradition so gut kennt und wo man auch die Klänge, insbesondere auch harmonischen Folgen zum Teil schon seit Jahren kennt aus dem traditionellen Kontext, aus dem klassischen Kontext. Wie ändert das eure Spielauffassung jetzt im Verhältnis vielleicht dazu, einen Standard zu spielen oder Originals mit komplett verrückten Akkorden oder wie auch immer? Wie geht ihr da ran oder was ändert das für euch? Also es hilft natürlich unheimlich, wenn man eine klare Klangvorstellung hat und vor allem, wenn jetzt alle eine ähnliche oder vielleicht gleiche Klangvorstellung haben, hilft es natürlich auch im Ensemble, möglichst der Komposition dienlich zu spielen. Und das ist ja auch schon eine vielleicht andere Herangehensweise, als vielleicht man häufig an Standards-Spielen rangeht. Also dass es wirklich in dem Fall ja eigentlich ein klares Bild gibt, wovon die Komposition inspiriert ist und man eher sich in den Dienst der Komposition ganz eindeutig stellt, vielleicht noch mehr als beim Standard-Spielen. Ich sehe mich auch in meinem Dienst, aber ich glaube, es macht keinen so großen Unterschied für mich. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ein schlechter Schüler. Aber ich habe nicht so viel anderen Approach wirklich konkret mir vorgenommen bei Johannes-Stücken im Vergleich zu anderen Stücken. Und vielleicht ein bisschen mehr impulsiv und reaktiv irgendwie darauf einzugehen, was im Moment passiert, ist sowieso alles ein bisschen relativ, wenn ich am E-Piano sitze und klassische Stücke wiedergebe, weil es halt einfach eine andere Klangvorstellung ist. Aber ich glaube, wenn es richtig cool läuft, ist es alles so ein Ding. Und es gehört alles ein bisschen zusammen. Mhm. Weil ja nicht nur klassische Einflüsse da vorbeikommen. Völlig richtig. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, dass viele von den Standards, über die wir jetzt geredet haben, ursprünglich auch aus dem klassischen Repertoire kommen. Zwar ein paar hundert Jahre später zum Teil, aber dennoch aus dieser Klangfarbe, aus dem Orchesterrahmen kommen. Und somit ist es jetzt ja auch kein Fremdkörper.
Was ich interessant finde, ist, es gibt ja diverse Beispiele für klassische Kompositionen, die genommen wurden und daraus Jazzstücke oder quasi Jazz-Improvisationen gemacht wurden, also Jacques Lussier beispielsweise. Wenn man euch jetzt anhört, hat man als Zuhörender mehr das Gefühl, dass ihr darüber hinausgeht, quasi die Stücke von vorne bis hinten zu spielen und quasi mit Swing zu unterlegen, in Anführungsstrichen, und vielleicht auf eine Art freier noch damit umgeht? Fühlt ihr euch trotzdem manchmal in einem Korsett vielleicht eingezwängt durch diese Stücke oder durch die Klangerwartung, weil du vorhin auch genau davon sprachst, von der Erwartung dieser Stücke? Ich finde eigentlich nicht. Also, und wir haben auch, als wir Anfang des Jahres eine Tour gespielt haben, ist auch über diese Tour wahnsinnig viel mit den Stücken passiert. Und in einigen Konzerten haben wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr viel Freiraum genommen. Und ich fühle mich da jetzt persönlich nicht von eingeengt oder so. Ich weiß nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es in der Band so ist. Ja, Johannes hat einfach keine Autorität und kann nicht durchgreifen. Und deswegen dürfen alle so ein bisschen machen, was sie wollen. Vielleicht ist das ja auch genau das Geheimnis, weshalb, obwohl es seine Band sind, seine Stücke, ist das Knollektiv ist. Ganz wild, ja. Wilde These. Ich danke euch beiden. Wir hören euch jetzt ja noch ein bisschen und viel Spaß bei den weiteren Stücken. Und danke euch schon mal. Und wir sehen gleich noch die anderen zwei. Henning am Schlagzeug und Paul am Saxophon. Bis gleich. Viel Spaß mit der Musik.
Herzlich willkommen zurück. Ich begrüße bei mir Henning Katz und Paul Beskers zum dritten Teil unserer Interviewreihe. Und ihr habt jetzt ja schon lauschen können, was wir oben, also was wir mit den anderen gemacht haben, als ihr eben oben saßt in der Regie. Für euch machen wir das Gleiche. Bitte vier Begriffe, die ihr assoziiert mit Johannes' Musik. Oh Mann. Schönheit? Flauschig. Ach so, jetzt bin ich wieder dran, ne? Wenn du nichts hast, darfst du natürlich auch passen. Dann ist Henning wieder dran. Ich passe. Melodiös? Jetzt bist du wieder dran. Okay, ich erlöse euch mal. Oder hast du noch eins? Nö. Okay. Entschuldigung. Manchmal ist es ja viel schwieriger, über die Musik sozusagen zu sprechen, als sie zu spielen. Wie fühlt es sich denn für euch an, in dieser Band zu agieren? Wie hat sich die Band so zusammengefunden über Zeit vielleicht? Wir haben eben schon gehört im ersten Teil oder im zweiten Teil der Interviewreihe, dass sich die Band eingespielt hat über eine längere Tour. Wie fühlt es sich für euch an, in dieser Gruppe zu interagieren? Ist Kollektivgedanke vorhanden oder ist es eher Johannes' Band und ihr spielt mit? Ich würde schon sagen, dass es so ein Kollektivgedanke ist. Vielleicht eher ein Kollektivgedanke, aber... Ja, also Johannes ist natürlich so vorne, aber vor allem auch bei der Tour, glaube ich, war er jetzt nicht der uns überall hingetrieben hat. Da hat jeder seinen Teil zu beigetragen, dass das alles erfolgreich war. Genau, und ich glaube, also für mich hat sich seit der Tour es total verändert, in der Band zu spielen. Davor waren es immer so einzelne Auftritte, mal bei der Konzertreihe und mal dort. Aber ja, seitdem haben wir richtig gefühlten Bandsound bekommen, die Stücke weiter erarbeitet. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall immer wieder aufs Neue irgendwie schön und vor allem auch irgendwie jeden Tag, es kann jeden Tag anders sein mit dieser Band. Das ist auch irgendwie spannend, sowohl auf persönlicher als auch auf musikalischer Ebene. Aber das ist, da wird es einem dann nicht langweilig. Das ist auch irgendwie schön. Und man wird auch manchmal auf der Bühne irgendwie von Dingen herausgefordert, meistens musikalischer Natur. Und damit muss man dann irgendwie umgehen und spielen. Und das macht Spaß. Ihr habt euch ja hier in Hamburg kennengelernt, beim Studium wahrscheinlich. Wo kommt ihr her und wie seid ihr hier nach Hamburg gekommen? Also ich komme aus Karlsruhe und bin damals mit dem Zug nach Hamburg. mich hat es zum Studium hierher gezogen. Genau, und ich bin auch froh, die Entscheidung getroffen zu haben und hatte bis jetzt eine sehr schöne Zeit eigentlich hier in Hamburg und habe viel gelernt, viele Menschen kennengelernt, musikalisch irgendwie hat mich auch vieles weitergebracht. Ja, meine Oma und meine ganze Familie, die kommt ursprünglich auch aus Baden-Württemberg, aber meine Mutter hatte damals schon in Berlin gearbeitet und dann sind wir dort recht schnell nach meiner Geburt hingezogen. Und zum Studium bin ich dann nach Hamburg gekommen. Genau, also ich habe überall vorgespielt, so in Deutschland, aber in Hamburg hat es mir einfach echt richtig gut gefallen und ich bereue es auch überhaupt nicht, dass ich hier bin. Und wie hat sich dann die Band hier zusammengefunden? Habt ihr irgendwie euch bei einer Jam getroffen oder hat Johannes die Band zusammengestellt mit den Leuten, mit denen er Lust hatte, diese Band zu gründen? Ich glaube, wir beide sind sogar mit in der... Ich nicht. Du nicht, ne? Ich nicht. Genau, es gab sogar noch eine Besetzung, bevor es diese Besetzung gab. Johannes hat ein Jahr nach mir angefangen zu studieren und da war Corona schon voll im Gange. Und es gab aber trotzdem, musste man so Zwischenprüfungen machen in der Hochschule. Und die wurden dann so mehr schlecht als recht gestreamt. Und dafür hat dann Johannes eine Band zusammengestellt. Die hat er, glaube ich, auch direkt das Knollektiv genannt. Wir haben auch schon ein paar Stücke gespielt. Knollektiv kam erst später, glaube ich. Das wird Johannes, hat es bestimmt schon gesagt. Ja. Bestimmt schon gesagt. Ich glaube, das müsste man noch mal bei YouTube nachgucken. Aber genau, da haben wir auch ein Stück gespielt, was wir sogar heute gespielt haben. Overflow. Das haben wir auch schon bei diesem ersten Konzert gespielt. Aber die Besetzung hat sich dann direkt... Genau, es gab dann noch einen zweiten Gig, so ein Stream-Gig, und da gab es dann direkt diese Besetzung. Also die erste hat nicht lange durchgehalten. Ja, und wenn jetzt sozusagen meine Frage, die so ein bisschen größer gefasst ist, wenn ihr euch Hamburg als Szene anguckt und ja auch eine Band seid, die hier quasi
aktiv ist, aber auch von hier aus in andere Städte quasi sich weiter ausbreitet. Was wäre sozusagen, wenn ihr jeder einen Wunsch äußern könntet für die Jazzszene, was wäre euer Wunsch? Wenn du hast, darfst du sonst auch starten. Ja, boah, ich habe jetzt als erstes so an vielleicht mehr Publikum für unbekanntere Künstler gedacht. Also ich glaube, so etablierte Bands, die kommen gut durch hier in Hamburg, aber es gibt auch häufig Auftritte, wo man dann vor weniger Leuten spielt. Vielleicht, was auch noch vielleicht was wäre, wo man irgendwie so ein bisschen drauf hinarbeiten könnte als Szene, wenn man das irgendwie, also auf eine bessere irgendwie Zusammenarbeit und besseren Austausch mit anderen Städten. Weil Hamburg ist so ein bisschen, auch durch die geografische Lage, so ein bisschen einsam oben in Norddeutschland irgendwie. Da ist Hamburg und dann drumherum ist nicht mehr viel. Dann gibt es natürlich noch Berlin. Da gibt es auch irgendwie einige Musiker, die da irgendwie oft irgendwie in beiden Städten zu hören sind und unterwegs sind zwischen den beiden Städten. Aber sonst, ja, dass man irgendwie Verbindungen pflegt, auch nach, nicht nur nach Hannover und Bremen, die ja irgendwie auch schon bestehen, sondern auch irgendwie weiter in den Süden, Köln. Weiß nicht. Ja, ich danke euch für das Gespräch und wünsche noch ganz viel Spaß mit den letzten Stücken des Knollektivs. Und euch und Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und hoffentlich sehen wir uns auch das nächste Mal bei der Jazz-Tiet. Bis dann. Thank you.